Moin zusammen, im neuen Jahr, endlich geht's hier wieder los. Und wie es losgeht, das erste Mal seit Wochen, fast Monaten muss man sagen, dass ich in der Kamera spreche. Und sofort muss ich mich unterstellen. Ich bin bei strahlendem Sonnenschein losgefahren, dachte, das wird jetzt richtig schön, zack, und es regnet. Darf schon die Fahrt sein. Wobei, mittlerweile guckt auch schon wieder die Sonne durch. Wir haben jetzt schon ein schönes Aprilwetter, obwohl erst Januar ist. Und was ich heute vorhab, ist einfach mal wieder in Tritt zu kommen. Ich habe nicht wirklich irgendwas, was ich fotografieren möchte, aber beziehungsweise was ich kann, aber ich möchte fotografieren. Und dementsprechend bin ich jetzt mit dem Fahrrad unterwegs und möchte einfach mal losfahren und gucken, was in der Natur so los ist und was man vielleicht gerade fotografieren kann. Das allererste, was mir gerade mal auffällt, ist, dass es ganz schön viel Wasser gibt. Das hier ist eigentlich kein so großer Fluss, sondern eher eigentlich ein kleiner Bach. Aber es ist komplett gestrichen voll mit Wasser und ich hoffe, dass dieses Wasser jetzt gerade sich hinten auch auf einigen Wiesen verteilt, wo dann jetzt einfach nicht mehr langweilige, in Anführungsstrichen, grüne Wiesen sind, sondern ein bisschen Wasser ist, wo vielleicht ein paar Vögel sind. Also da fahren wir jetzt als erstes mal hin. Ich bin jetzt gerade an den Flächen hier angekommen und es ist tatsächlich auch einiges an Wasser da. Das ist schon mal cool. Und es sind auch einige Tiere da, was noch cooler ist. Das Problem, was ich gerade habe, ist, dass die Tiere natürlich nicht da sind, wo ich sie bräuchte. Wo ich sie bräuchte, wäre direkt hier vorne am Weg, schön im Gegenlicht. Wo sie aber sind, ist natürlich ganz, ganz dahinten. Das ist aber, glaube ich, erstmal gar nicht so schlimm, denn hier ist gerade so eine wunderbare Gegenlichtstimmung. Und ich versuche jetzt, indem ich hier diesen Weg so ein bisschen auf und ab gehe, vielleicht irgendwelche Vögel als Silhouette vor helle Streifen vom Wasser zu bekommen. Und ich glaube, dann funktioniert das auch, wenn sie relativ weit weg sind. Aber da müssen wir jetzt erstmal gucken. So, also das mit den Tieren da hinten funktioniert immerhin so, insofern, dass ich sie jetzt als Scherenschnitt vor einen hellen Teich bekomme. Das Problem ist, wenn ich da jetzt mit viel Brennweite drauf fotografiere, also jetzt hier mit 800 mm, dann habe ich das Tier zwar schön groß drin, aber es sieht irgendwie langweilig aus, finde ich. Das Foto erklärt sich zu schnell und irgendwie passiert da zu wenig. Und deswegen versuche ich jetzt gerade doch mit relativ wenig Brennweite, so 200 mm ungefähr, und ganz starken Abblenden auch den Vordergrund noch mit reinzubekommen. Dadurch, dass ich stark abblende, ist der dann eben noch mit scharf. Und hinterher stelle ich mir jetzt so ein schönes Foto vor, schwarz-weiß, alles irgendwie miteinander durchmischt. Und oben drin irgendwo ein kleiner Vogel. Ich bin auch gerade die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen, was jetzt das beste Licht dafür ist. Es ist natürlich super schön, wenn die Sonne rauskommt, so wie jetzt gerade wieder. Dann hat man so einen richtig schönen reflektierenden Streifen in der Mitte. Und wenn man da dann oben in den hellen Bereich eine Gans tut, dann kommt die eben besonders gut zur Geltung. Was ich daran aber immer schade finde, ist, dass sich dieser helle Streifen so durch das Foto zieht und auch unten dann in der Mitte eben der Blickfang ist. Ich hätte das aber lieber, dass ich oben einen Blickfang habe und dann unten eher das ganze Bild so ein bisschen eher gleichmäßig ausgeleuchtet ist und nicht mit einem hellen Punkt an einer Stelle. Deswegen muss ich jetzt immer noch zusätzlich warten, dass die Wolken gerade sich so ein bisschen davor schieben, dass die Gans zwar noch gut rauskommt, aber unten der Vordergrund jetzt nicht ganz so dominant von der Sonne angeleuchtet ist. Man macht sich schon wieder schwer, ne? Ich glaube übrigens, das ist das erste Mal, dass ich mich auf Wolken freue, seit mal mindestens Mitte November. Sonst freue ich mich eigentlich die ganze Zeit auf blauen Himmel. Aber hier brauche ich jetzt noch eine richtig schön stabile 55% Bewölkung. Alle möglichen unterschiedlichen Bewölkungsgrade habe ich jetzt mal ausprobiert und die Tiere da versucht, an unterschiedliche Stellen zu setzen. Mittlerweile ist da aber irgendwie immer so ein ganzer Pulk unterwegs und ich kriege nie so einen Vogel einzeln. Und mir wird kalt, wenn ich zu lange rumstehe. Ha, also rauf aufs Fahrrad, rauf aufs Fahrrad und weiter geht's. Ich bin jetzt das ganze Gebiet einmal rauf und einmal runter gefahren und habe leider keine andere geeignete Stelle gefunden, um irgendwie nochmal Vögel besser vor das Wasser zu bekommen. Außerdem hat sich unsere 55% Bewölkung mittlerweile auf, ich würde sagen, 85 verstärkt. Dementsprechend bin ich jetzt gerade ein bisschen zurückgefahren und habe dabei was anderes gefunden, nämlich diesen kleinen Weiher oder Entwässerungsgraben oder was weiß ich, wie man dieses Ding nennt. Dieses kleine Wasserloch auf jeden Fall, was entlang von der Straße ist. Und ich bin mit dem Fahrrad vorbeigefahren und habe gesehen, wie alles sich so verzerrt außerhalb von dem Wasser, also der Weg und die Wiese. Aber die Spiegelung der Bäume ist scharf geblieben. Und das dachte ich, das könnte man doch jetzt mal fotografieren. Was ich jetzt gleich also vorhab, ist hier parallel zu fahren, mit dem Fahrrad einmal möglichst Schwung zu holen und dann mit einer Langzeitbelichtung vom Fahrrad hinunter diesen Tümpel zu fotografieren. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das klappt.
bin jetzt hier, ich würde gerade sagen, weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Mal auf- und abgefahren, habe jetzt einige Bilder gemacht. Das sieht ganz cool aus, finde ich, da nämlich das Wasser einigermaßen braun aussieht und dadurch gibt das noch einen schönen Farbkontrast. Hat mich jetzt überrascht. Dieses Motiv, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Und damit sind wir vermutlich auch schon bei der Aussage von diesem Video, wenn es denn überhaupt eine gibt, die da wäre, geht raus, auch wenn Januar ist, auch wenn es grau ist, auch wenn man glaubt, es gibt gerade draußen nichts zu fotografieren. Gebt euch einen Tritt in den Hintern, von mir höchst selbst, und lasst euch einfach mal überraschen. Vielleicht findet ihr unterwegs irgendwas, mit dem ihr nicht gerechnet habt, so wie ich jetzt gerade. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Man kann ja auch einfach mal so rausgehen und Spaß haben. Es lohnt sich, auch wenn es gerade von drinnen, von der Couch, nicht so aussieht. Also, in diesem Sinne, viel Spaß beim Hintern hochkriegen und dann sehen wir uns hier hoffentlich bald wieder. Macht's gut!